Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein Horrorshot. Ja, mir wurde wieder ein Spiel von euch empfohlen, nämlich Control Room Alpha. Vielen Dank, liebe Nicole. Und das will ich mir doch gleich mal anschauen, soweit ich gesehen habe. Und deswegen eine kurze Warnung, geht es in diesem Spiel anscheinend um Spinnen. Das heißt, wenn ihr mit Spinnen nicht gut klarkommt, deswegen meine Warnung, es könnte ein wenig krabbellastig werden heute. Aber mich würde es freuen, wenn ihr natürlich trotzdem dabei seid. Und ich würde sagen, wir starten in den Kontrollraum Alpha. Ha, da sind wir. Gottes Willen, ich höre schon irgendwer mit mir reden. Ja, ausgezeichnet, das ist genau mein Arbeitsplatz. Gut, habe ich mir genauso vorgestellt im Kontrollraum Alpha. Ah, gutes Jahr, 2047, Mittwoch. Mittwoch gibt es immer Borscht von der hübschen Olga. Hübsche Olga, gut, muss ich hier arbeiten. Das schon sofort hat dieser Mann einen Kaffeefleck auf die wichtigen Dokumente gemacht. So, müssen wir mit dem Mann hier reden? Hallo, hallo! Dankeschön! Konstantin! Ja, danke, Konstantin! Gut, hier zu arbeiten! Ausgezeichnet, was soll ich jetzt machen? Kriege ich jetzt schon Rubel? Meine Kinder schreien nach Wodka. Hab ich Knopf gedrückt, hab ich gut gemacht. Hab ich Spinnen freigelassen? Das ist jetzt ganz blöd, das wollte ich wirklich nicht. Ich muss ein paar Knöpfe drücken. Hallo, was soll ich denn machen? Warum habe ich jetzt gerade die Todesspinnen freigelassen? Sind die hier irgendwo? Hallo? Soll ich jetzt da was aus diesem furchtbaren Spinnennest holen? Ich fand das richtig eklig, muss ich sagen. Oh, ich fand das wirklich eklig. Ist nicht meine Sprache. Tut mir leid, ist leider Chinesisch. Weiß ich nicht, was ich tun soll. Trink ich lieber Kaffee, höre ich Radio. Hallo, ich bin nur ein armer Boris. Na gut, ich sehe schon, wir müssen arbeiten. Boris muss arbeiten für Rubel. Gut, funktioniert. Funktioniert, ist kein Problem. Ist einfach, ist wie ein Kranspiel. Kranspielen bin ich zufällig. Aha, hier ist zupacken. Kranspielen bin ich unglaublich gut. Jetzt passt auf, meine Freunde. Okay, überhaupt kein Problem. Wir holen uns das. Seht ihr, wie das läuft? Gott, wie tief ist das? Irgendwas hat gepiept. Ich hol mal was. Ich hab zugegriffen, glaube ich. Ich fass mal hoch. Hallo? Hab ich was gewonnen? Nein. Ach, verdammt, ich hab nichts gewonnen. Blödes Kranspiel. Dann gehen wir nochmal runter. Gehen wir mal langsam. Muss ich auf die grünen Dinger achten? Muss ich irgendwann drücken, wenn alle grün sind oder sowas? Yes, ich glaube, ich hab was. Siehst du, kann ich gut arbeiten, bin ich Boris. Oh, wunderbar. Erste Probe habe ich geborgen. Fahre ich jetzt hier hin, kriege ich bald meine Rubbel. Olga wird stolz sein, kann ich hier kaufen, ein schönes Kleid aus Sack. Muss ich hier rein? Das ging schief, tut mir leid. Hier stimmt was nicht. Habe ich Probe eingesetzt. Ha, danke. Warum? Wie viel ist das? Ich möchte wissen, wie viel das ist. Wie viel sind 1 Million vietnamesische Dongs? Ist das so viel wie circa 1,29 Euro? So, schauen wir mal, was es hier noch gibt. Wir holen uns einfach eine zweite Probe. Das ist easy, das Game ist easy. Das kann ich gut. Ja, seht ihr? Ha! Alter, ich bin der beste Arbeiter. Ihr sollt nur im Kontrollraum Alpha arbeiten. Bitte was? Hallo? Hörst du, Konstantin? Ich glaube, die Spinnen sind noch da. Ich glaube, die klopfen an. Na gut.
Gut, kein Problem, wir arbeiten einfach weiter. Wir arbeiten einfach weiter. Vorsichtig, vorsichtig mit den Proben. Die sind zufälligerweise so viel wie ein Bier beim Lidl wert. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Tut mir leid, Konstantin. Okay, okay. Habe ich vielleicht fallen lassen? Bitte was? Most of the creatures that came out of that nest are harmless. Go pick up the sample. Standing by. Ich soll jetzt da runtergehen und soll die Probe holen. Sag mal, hast du sie noch alle? Konstantin, ich habe ein Problem. Ich mag keine Spinnen zufälligerweise. Drücke ich alle Knöpfe auf einmal, dann geht auf. So. Gottes Willen. Sag mal, was sind das hier für Arbeitsbedingungen? Wirklich. Hoffentlich gibt es eine Zahnzusatzversicherung. Hallo. Hallo, liebe Riesenspinnen. Ihr habt bestimmt nichts gegen mich. Ich bin der nette Boris. Ich muss nur das da holen. Ich hoffe, ihr habt ja kein Problem damit. Willst du gerne mal da runterschauen? Schaut euch mal den Scheiß an. Ach du liebe Güte. So, Boris. Muss ich hier einbauen. Dankeschön, war gut hier. Sieht doch ausgezeichnet aus. Konstantin, habe ich alles reingetan. Kann ich jetzt nach Hause, kriege ich jetzt Rubel. Olga macht heute Borscht. Gutes Borscht. Olga wird sehr wütend, wenn ich nicht lebend heimkomme, Konstantin. Wird sehr wütend. Olga, schönste Frau vom Dorf, aber sehr wütend, sehr wütend. Eine riesige Spinne. Schönes Frau, aber sehr wütend, kann töten Ochsen mit ihrer Achsel. Müssen wir aufpassen. Hübsche Olga. Muss hier raus. Easy. Lest mal, was da steht. Big Ass Spiders, exit at own risk. Ja, natürlich. Natürlich. So, habe ich gut gearbeitet. War überhaupt kein Problem. So, können wir jetzt weitermachen, bitte, Konstantin. Hallo? So, kann weitergehen. Bitte. Good job, Comrade. Dankeschön. Wir haben es fast geschafft, Konstantin. Schon die Hälfte. Was ist das? Das ist ein Ball. Okay, was war das denn? Also ich fand es ziemlich cool. Ich mag ja so experimentelle Horror-Games. Und die einen so ein bisschen in seltsame Situationen versetzen. Zum Beispiel, was haben wir im Kontrollraum Alpha gemacht? Wer waren wir überhaupt? Wie kommen wir zu dem Job? Was sind es für Spinnen, die da aus dem Untergrund kommen? Und was war das für eine Kugel am Schluss? Ich habe so viele Fragen, aber ich fand die Effekte ganz cool. Ich fand es aus Voice Acting cool. Ja, ich hoffe, ich habe euch gut genug gewarnt vor den Spinnen, wer das nicht abkonnte. Ja, es kommt natürlich darauf an, ich selber habe keine wahnsinnige Angst vor Spinnen, wie ihr vielleicht mittlerweile wisst. Deswegen hat es mich vor diesen Wesen nicht so wahnsinnig gegruselt. Aber überrascht war ich am Schluss schon. Und es kommt natürlich auch darauf an, woher diese Spinnen oder woraus die kommen. Zum Beispiel, als diese Klappe aufging und dann kamen plötzlich Spinnen aus dem Loch raus, da hat es mich schon kurz mal ein bisschen geschüttelt, weil ich finde, es ist natürlich immer eine Sache, ob du die Spinne zum Beispiel im Netz einfach hängen siehst, dann habe ich keine so wahnsinnige Angst. Aber wenn ich jetzt irgendwas habe, wo unerwartet Spinnen rauskommen, dann erschrecke ich mich natürlich schon, weil ich nicht damit rechne. Ja, ich fand es ein cooles kleines Horror-Game. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt, hinterlasst mir gerne ein Like oder unterstützt den Kanal mit einem Abo oder hätte die Doom-Bell für den nächsten Horror-Content und mögen die großen Alten mit euch sein. Macht es gut, bis dann und ciao.